Hallo, ihr Abenteurer. Kommt mit uns auf eine Reise in die atemberaubende Natur von Schweden. Wir nehmen euch mit in einen für uns unvergesslichen Urlaub. Los geht's! Wir sind in Sassnitz, besser gesagt im Mukran. Hinter uns ist der Fährhafen. Wir haben noch eine anderthalbe Stunde, bis die Fähre ungefähr fährt. Und haben die Zeit noch ein bisschen genutzt, mit den Hunden noch ein bisschen spazieren gegangen, waren in Prora gewesen. Jetzt ist mir vorne ein kleines Malheur passiert. Ich wollte ein Bild löschen bzw. gucken, wie voll der Speicher ist. Und ich habe die ganze SD-Karte formatiert. Ob wir die Daten wiederkriegen, wissen wir noch nicht. Es sind schöne Aufnahmen aus Prora dabei gewesen, von der Fahrt hier hoch. Also falls ihr die bis jetzt nicht gesehen habt, hat es nicht geklappt. Richtig. Frauen und Technik, sage ich nur. Ja, hier müssen wir nämlich ganz schön laut reden, weil hier geht Wind. Und es ist auch nicht gerade warm. Nein. Es ist kalt. Der Koloss von Prora an der Ostseeküste ist wohl eines der faszinierendsten Bauten des Kalten Krieges. Ursprünglich erstreckte sich das Hauptgebäude auf 4,5 Kilometer Länge. Es wurde durch den Beginn des Zweiten Weltkriegs allerdings nie fertiggestellt. Und schon ging es rauf auf die Fähre. Oder besser gesagt, hinein in den riesigen Bauch der MS Sassnitz. 4 Stunden Überfahrt bis nach Trelleborg lagen vor uns. An Bord blies ein kalter Wind und wir suchten uns ein einigermaßen windstilles Plätzchen. Viel Schlaf bekamen wir nicht. Die einzigen, die seelenruhig schliefen, waren die Hunde. Nach 4 Stunden auf der Fähre waren wir endlich in Schweden und wurden von einem wunderschönen Sonnenaufgang begrüßt. Und lauf! Mein Hund ist weg. Na los, gib Boden, ab! Gib Boden! In Melbystrand machten wir eine längere Pause. Wir waren seit 18 Stunden unterwegs und die Hunde genossen das kalte Wasser. Noch hatten wir fast 600 Kilometer vor uns. Hier zeigte sich Schweden von einer Seite, die wir an unserem Urlaubsort nicht sehen würden. Denn wir wollten ja weit weg vom Tourismus und die Natur und Ruhe in Schweden entdecken. Dennoch tat uns die kühle Brise der Nordsee gut und wir tanken Kraft für die Weiterfahrt. Und wir fuhren und fuhren. 600 Kilometer bei maximal 90 km/h können sehr, sehr lang sein. Die Natur veränderte sich mit jedem Kilometer, den wir fuhren. Und wir legten, nicht nur der Hunde wegen, immer mal wieder eine Pause ein und kamen so Stück für Stück unserem Ziel immer näher. Die Autos, die uns entgegenkommen, wurden immer weniger. Manchmal fuhren wir minutenlang, ohne dass uns jemand entgegenkam. Und dann, nach 26 Stunden, waren wir endlich am Ziel. Wir fuhren über die Grenze zur Helleforsch-Kommune. Da war es, unser Zuhause für die nächsten 14 Tage, mitten in Nix an einem kleinen See. Das nächste Haus 6 Kilometer entfernt, der nächste Ort schon 10 Kilometer. Wir waren endlich angekommen. Doch Ausruhen war nicht angesagt. Wir fingen an, unsere Umgebung zu erforschen. Und wie konnte das besser gehen als aus der Luft per Drohne? Zu unserem Häuschen gehörte auch ein kleiner Steg und ein Boot. Dort würden wir sicher einige Abende verbringen. Und
hier seht ihr die Zufahrt zu unserem Häuschen. Abenteuerlich. Aber nur für uns. Ein VIP-Zugang. Richtigen Pippi Langstrumpf gehört. Das Tiere sind. Die stehen seit vorhin bei uns in dem Haus. Die sind total süß. Die Mutscheln. Die sind so zottelig. Brauchst nicht gucken, ich film. Warum? Wir waren gerade das erste Mal einkaufen in Schweden. Und haben dafür, haben echt auf den Preis geachtet. Wie viel bezahlt? 91 Euro. Das ist ein kleiner Korb, den kann ich in den Kofferraum stellen. Ja, den Korb gab es dazu, ne? Aber dafür gab es auch Knäckebrot. Ja, aber kein Stinkerfisch. Ich habe mich total gefreut, dass es plötzlich ganz schwer ging und habe angerissen. Aber es ist noch eine Seerose, die ich geangelt habe. Ab. Jetzt sollen wir setzen den dann mal wieder schön ins Wasser. Tschüss. Die Natur Schwedens zog uns in seinen Bann. Manchmal war das, was man sah, kaum in Worte zu fassen. Und so saß man einfach oft nur da und genoss den Anblick. Wir sind jetzt im zweiten Tag in Schweden, beziehungsweise schon fast im dritten. Und wir sind total entspannt. Es ist einfach nur total entschleunigend hier. Man trifft minutenlang auf der Straße kein einziges Auto. Wir haben noch keine einzigen Deutschen hier in Mittelschweden getroffen. Aber wir waren heute mal in der Stadt in Karlskoga. Wir haben noch ein bisschen Angelzubehör gekauft. Und wie gesagt, man trifft niemanden gerade. Nur Einheimische ab und zu. Und die sind alle ganz nett. Die grüßen ihn alle mit. Hey, hey. Ja, Dominik, der fährt hier die ganze Zeit Röhrenrad. Genau. Heute erleben wir ein neues Abenteuer mit dem Röhrenrad. Wir fahren jetzt durch diese zwei Bäume durch. Na, dann mach mal. Ja, während Dominik vorbereitet. Die Hunde sind total entspannt. Die können hier einfach nur frei laufen, was zu Hause gar nicht geht. Ja, Dominik fährt Röhrenrad. Mariger Eigenbau. Ja, unser Baby Langstrumpfhaus. Ja, und ihr Mäuse seid total entspannt. Das ist hier übrigens eingezäumt, alles mit einem Elektrozaun, weil wir hier in einem Naturreservat sind. Weil es Kreuznattern geben, schwarze und normale. Dann gibt es hier noch Bären, Wölfe und Luchse. Ja, Luchse. Genau, und deswegen ist es hier alles eingezäumt mit Elektrozäunen, dass die hier nicht aufs Grundstück kommen. So, wir haben es jetzt 21.52 Uhr und es ist immer noch geil hell. Was sagen wir? Ja, ich kann den Vogel
Hi! Nee. Nicht auf Englisch. Nee, also. So, wie gefällt Ihnen Schweden? Sehr schön. Schweden ist toll. Siehste. Mit diesen Bildern geht nun auch unser erstes Schweden-Video zu Ende. Wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum zweiten Teil, denn dann geht es für uns runter vom Land und rein ins Kanu. Wir bezwingen den wilden Svartelven. Ob alle an Bord bleiben? Bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal.